Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Man lernt ein Leben lang, das gilt selbstverständlich auch für Lehrer. Daher möchte ich euch nicht mein Ergebnis von der Fortbildung Radiojournalismus in Wolfsburg vorenthalten, wo ich als N-Reporter mit anderen Lehrerinnen und Lehrern einen eigenen Beitrag gebaut habe. Es geht natürlich um das schönste Hobby der Welt. Wer möchte nicht diesen Nervenkitzel spüren, kurz vor dem Anpfiff voller Erwartung das Spielfeld im vollen Stadion zu betreten? Wir, die N-Reporter, haben mit zwei Fußballprofis von der zweiten Mannschaft von VfL Wolfsburg, Julian Klampt und Henrik Hansen, bei einer Pressekonferenz über ihren Jugendtraum, Profifußballer zu werden, den steinigen Weg dorthin und ihre Zukunftspläne gesprochen. Der 29. Oktober letzten Jahres war bisher für Henrik Hansen der Höhepunkt seiner Fußballkarriere. Der erste Einsatz in einem Bundesligaspiel gegen Leverkusen. Hansen blickt zurück an diesen besonderen Tag. Ja, es war ein überragendes Gefühl für mich. Ich war gar nicht darauf vorbereitet. Mir sind 1000 Gedanken durch den Kopf gegangen, als ich zur Bank gerufen worden bin. 1000 Gedanken sind Hansen bestimmt auch während seiner Schulzeit durch den Kopf gegangen. Ob er den langen Weg zu seinem Traumberuf gehen soll. Nach seinem Wechsel zur F-Jugend des VfL ist für ihn die Sache klar gewesen. Heute sieht er seine Entscheidung recht gelassen, obwohl seine Zukunft im Sport ungewiss bleibt. Ja, also der Traum ist auf jeden Fall in Erfüllung gegangen. Ich meine, ich habe mein Hobby jetzt zum Beruf quasi gemacht, auch schon in der U23. Ich verdiene mein Geld mit dem Fußball. Ich habe jetzt auch schon in den Profibereich reinschnuppern dürfen und ich denke, ich versuche mich jetzt, die nächsten Jahre natürlich dann weiter dort festzubeißen und fester Bestandteil dort zu sein. Aber es ist halt auch, ist nicht immer leicht, es gehört auch immer ein Glück dazu. Man muss verletzungsfrei bleiben, gut mit dem Trainer können, aber... Also persönlich habe ich mir jetzt vorgenommen, die nächsten Jahre dann fest auf Profifußball mich dann festzusetzen. Talent alleine genügt für das Dasein als Profifußballer nicht. In jungen Jahren ist man vor allem auf die Unterstützung seiner Eltern angewiesen. Die waren eigentlich immer dabei, die haben mich auch zum Training gefahren, die sind zu Auswärtsspielen mitgefahren, zu Turnieren. Also die haben mich echt unterstützt beim Fußball, aber auch bei der Schule. Also die haben halt auch gesagt, zu Hause, dann machst du halt deine Hausaufgaben, deine Schularbeiten. Den Traum, Profifußballer zu werden, hegen viele Jugendliche. Wenige erreichen dieses Ziel. Und diejenigen, die es geschafft haben, müssen sich ständig beweisen. Ja, ich denke, erstmal sind die erfahrenen Spieler gesetzt, wenn sie die Leistung bringen. Aber wir trainieren auch regelmäßig bei der Profimannschaft mit. Und ich denke, wenn wir dann auch gute Leistungen und gute Trainingsleistungen dort zeigen, haben wir auch die gleichen Chancen zu spielen. Ja, ich muss mich natürlich über die 23 jetzt weiter erstmal beweisen, Spielpraxis sammeln. Und ja, also die Chancen stehen, denke ich, trotzdem ganz gut mit dem neuen Trainer. In Hinblick auf sein langes Fußballerleben setzt sich Julian Klamm zunehmend mit dem Leben nach dem Fußball auseinander. Da ihm der Sprung in den Profikader der ersten Mannschaft bislang vergönnt blieb, gibt er allen, die den Traum Fußballer werden verfolgen, folgenden Ratschlag. Ich würde auf jeden Fall sagen, an dem Traum natürlich arbeiten, aber nicht alles auf eine Karte setzen. Wie die beiden Profifußballer Henrik Hansen und Julian Klamm geschildert haben, ist der Weg zum Fußballprofi von vielen Faktoren abhängig. Einen Plan A zu haben ist gut, aber gerade in diesem Berufsbereich ist ein Plan B unschätzbar wichtiger. Vielleicht spielt jemand von euch auch mit dem Gedanken, im Profifußball einzusteigen. Schreibt uns einfach eure Anregungen und Erfahrungen in die Kommentare.